Also ich, aufgrund meiner Kenntnisse, muss ich sagen, es gab noch wahrscheinlich noch nie eine bessere Mannschaft wie die heutige. Ich glaube, da wurden zur rechten Zeit, nämlich in den 90er Jahren, wurden Projekte durchgeführt, wirklich durchgezogen, die sich um die Talente, um die Förderung der Talente bemühte und diesen Job auch wirklich gut machte. Ich durfte einige Jahre mit dabei sein beim Fußballverband. Das war eine fantastische Zeit und die wird weitergeführt. Es ist, wir wurden auch eigentlich aus der ganzen Welt nicht nur vielleicht beneidet, aber wir hatten oft Leute aus allen Herren Ländern, wir hatten Australier etc. etc. bei uns, die sich nach dem wie kommt das, dass so ein kleines Land doch im internationalen Fußball bestehen kann? Und da gibt es natürlich einige Väter dieses Erfolges, ist ja logisch. Aber wir dürfen stolz auf unseren Fußball sein. Tja, wenn Sie noch die Finalteilnahme der U21 dazu rechnen, ist das ein großer Teil der heutigen Nationalmannschaft. Fast ausnahmslos. Und das ist doch bemerkenswert. Obwohl, ich meine, es ist ja logisch, dass sich Generationen folgen werden, dass die besten U21-Spieler auch mehrheitlich dann zu Nationalspieler werden. Aber ich denke, der Schweizerische Fußballverband mit Hilfe natürlich auch von Sponsoren, weil mit riesigem Geld sind wir nicht ausgestattet, aber wir machen einen guten Job und einen richtigen. Wir haben nicht alles kopiert, was es beispielsweise in Frankreich schon gegeben hat. Frankreich hatte sicher eine Vorreiterrolle mit den Ausbildungszentren, die professionell geführt wurden. Das machten sie bei uns auch. Aber wir haben eigentlich nicht richtige Ausbildungszentren, sondern wir haben die Spieler zwar zusammengezogen, aber wir haben sie in Familien untergebracht. Und ich denke, das hat uns zum Vorteil gereicht. Die Konkurrenz wird schärfer, größer. Selbstverständlich müssen sich da durchsetzen. Aber ich meine, der Weg unserer Spieler zeigt, dass die Spieler nicht nur einfach im Ausland irgendwo spielen, sondern auch bei Spitzenclubs. Ich meine, das ist der große Unterschied vielleicht zu früher. Es hat schon früher Spieler im Ausland gehabt, aber in den großen Vereinen waren sie kaum. Fußball in Brasilien, in diesem riesigen Land, mit besten Fußballern auf der Welt, das wird fantastisch. Und sicherlich auch vom Zuschauer her, von Zuschauern, die etwas vom Fußball verstehen und auch etwas verlangen. Also ich freue mich riesig.